Tag 2 der Mountainbike-Bundesliga in Freudenstadt. Für die Elite geht es zum Cross-Country ins Christophstal. Auch Ronja Eibel ist am Start. Die 20-Jährige aus Grosselfingen gilt als die deutsche Nachwuchshoffnung. In diesem Jahr holte sie sich bereits den Gesamtsieg im U23-Weltcup. Zuletzt lief es für das Ausnahmetalent jedoch alles andere als rund. Ein Magen-Darm-Infekt verhinderte den Start bei der WM. Im Nordschwarzwald will Eibel jetzt wieder angreifen, hofft auf einen Podiumsplatz. Macht ihre Fitness das mit? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also der Weltcup in der Woche nach der Weltmeisterschaft lief ja gar nicht gut. Was ich jetzt auch, würde ich noch auf den Magen-Darm-Infekt schieben. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt wieder auf dem alten Niveau bin. Ich würde sagen, das sehen wir später. Wo sieht Eibel die Herausforderungen des 4,1 Kilometer langen Rundkurses? Ich denke sicher in den Flachstücken, weil ich eigentlich eher nicht so der Kraftfahrer bin und da wahrscheinlich mich eher ein bisschen reinhängen muss, nicht abgehängt zu werden. Als Favoritin geht die Weltranglisten-Erste Anne Terpstra ins Rennen. Die Niederländerin führt das Feld die ersten Runden an, dicht gefolgt von Ronja Eibel. Am Ende hat dann aber Eibel die Nase vorn. Die 20-Jährige fährt, wie schon im Vorjahr, einen souveränen Sieg ein. Wie groß ist die Freude darüber, wieder die alte Form zu haben? Ja, sehr groß, weil das war jetzt eine gute Prüfung, dass meine Gesundheit wieder auf 100% ist. Da war ich mir davon nicht ganz so sicher. Und ja, ich bin sehr froh darüber. Und wie war das Rennen, Ronja? Hat extrem viel Spaß gemacht. Also ich mag die Strecke auch sehr gerne, die Abfahrten und natürlich auch die Anstiege. War ein hartes Rennen, aber das wusste ich vorher schon. Aber ja, ich mag es auch, wenn es nicht ganz so einfach ist. Geht bei dem ständigen Kampf um Platzierungen eigentlich irgendwann der Spaß am Biken finden? Ich denke vielleicht schon, dass es bei manchen der Fall ist, aber bei mir Gott sei Dank noch nicht.